immer noch so ein schmerzendes Rauschen jetzt auf die Ebene. Heute Abend sprechen und singen wir David Bowie. Und nun, zumindest im ersten Teil unserer Show. Heute Abend gibt es zwei wunderschöne Teile. Wir machen nachher eine kleine Pause, um uns ein wenig zu erholen. Und wie gesagt, hier im ersten Teil sehen wir absolut David Bowie mit all seinen Freunden. Und als David Bowie, ich sag mal, vor knapp 72 Jahren anfing, als kleiner Glamrocker, musste er natürlich ein Management haben. Es war damals gar nicht so einfach, so ein Management zu bekommen. Also musste man einiges dafür tun. Er wurde von seinem, ja, vermeintlichen neuen Management geladen, zunächst einmal das Büro zu streichen. An jedem Tag war er hübsch gekleidet und ein wenig Rouge, ein wenig Kajal, in diesem Büro mit seinen hochhackigen Schuhen, nahm den Pinsel zur Hand und als er am Streichen war, fiel ihm dieser kleine Kerl neben ihn auf, der ebenfalls einen recht angenehmen Kleidungsstil hatte. Gut, man hat sich darüber unterhalten. Die beiden sind dicke Freunde geworden und David Bowie sprach an diesem Tag zu niemand geringeren als zu Mark Bolan. Ich auch. Es war Mark Bolan von T-Rex. Just let it all out, but you roll fool. And cheering off a revolution. No, you won't fool. And cheering off a revolution. No, no, no. Woo!